Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mokrobox von Dümerock. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mokro von Dümerock. Es ist das vierte Album von Dümerock. Das dritte Solo-Album und es gab ja auch ein Kollabo-Album mit Sadik. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So, dann haben wir hier eine schöne Landschaft. Wir haben hier Berge, Dümerock, Mokro, lesen wir hier darüber. Und darunter haben wir eben diesen Dümerock, oben ohne, mit Camouflagehose und einem Hut auf. Meines Wissens das Bild direkt in Marokko aufgenommen, dort in den Gebirgen, wo der Großteil der Drogen angebaut wird, die weltweit so in Umlauf sind. So, also diese Grafik zieht sich wirklich durch und durch. Auf der linken Seite lesen wir nochmal Dümerock Mokro. Und auf der Rückseite haben wir dann den Inhalt: Mokro Album CD, Instrumental CD, Bonus EP, T-Shirt, Poster, Autogrammkarte und zwei Sticker. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Wir haben darunter einen Barcode und hier noch einen Sticker mit Barcode aufgeklebt. Sehr interessant. Das Ganze ist eine reguläre Clubbox. Machen das Ganze hier dann auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Shirt. Dann die Mokro Bonus EP. Die Instrumentals. Das Album an sich. Ein, zwei Sticker. Die Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Box glatt in weiß. So, nachdem hier nichts eingeschweißt ist und nur das Shirt eingepackt ist, sehr umweltfreundlich diese Box bis hierhin. So. Wie immer starten wir natürlich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also im Gegensatz zur Box hier ein ganz anderes Cover. Und zwar haben wir hier sehr viel Schwarz. Oben lesen wir Sektor West Records präsentiert. Und dann lesen wir hier noch Die Straße hat gewonnen. Und wir haben hier Dümerock abgebildet mit Blackberry in den Händen auf einem Arbeitstisch. Auf einem Tisch sieht echt mächtig aus. Also so, als wäre er irgendwie, ja, Pate-mäßig hier auf seinem Thron und die Leute würden irgendwie bei ihm um Rat oder um Hilfe ansuchen. Mächtiges Bild auf jeden Fall. Feuerwehr auch am Start. So, auf der Seite lesen wir auch wieder Dümerock, Mokro und Sektor West Records. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir in diesem Fall 17 Tracks an der Zahl. Und wir haben einige Features. Wir haben Features von Farid Bang, Hannibal, Kopf an Kopf, Summer Jam und Haftbefehl. Also 5 Features auf 17 Tracks verteilt. Barcode und Credits. Dann schauen wir mal hinein. So, als erstes mal das Booklet. Cover kennen wir. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also hier nochmal die 17 Tracks angeführt. Inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer den Beat produziert hat. Sehr schön. Dann haben wir hier Sektor West, also nochmal Credits und Social Media. Und dann haben wir hier diverse Fotos, also hier auch wieder Dümerock. Ist das dasselbe? Ja, oh ja, weil auch hier dieses Bild im Hintergrund ist, also es dürfte echt, nur halt von der Belichtung her anders sein, weil es ein Schwarz-Weiß-Foto ist, aber das dürfte echt dieser Tisch sein und wie bereits von mir angenommen, sieht es echt hier so aus, als würde er verhandeln oder irgendwelchen Leuten hier eine Audienz gewähren. Dann haben wir hier Zeilen, also Zitate. Kommen wir gleich noch dazu. Dann hier auch wieder Dümerock über beide Seiten mit dicker Winterjacke. Und dann haben wir hier noch Free, Rafi und Adnan. Also das sind ja zwei Kollegen, zwei Freunde von Dümerock, die aktuell einsitzen. Auf
der Rückseite nochmal Dumas Rock zu lesen und Sektor West. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu diesen Zeilen. Und zwar ist es so, dass Dumas Rock, man kann ihn hier nochmal sehen, mit gesenktem Haupt und Ketten um den Hals, dass er hier ein paar Zeilen herausgesucht hat, die ihm besonders gut gefallen haben. Also, dass hier von einzelnen Tracks einfach Zeilen rausgepickt wurden, wie zum Beispiel, was lesen wir hier? Es gibt keinen Grund zu reden, wofür gibt es Blei, um zu regnen? Regnen, okay. Deutschrap, acht Fu, den, also, ja, denn sie blasen in den Interviews, ich komme nicht zum Labern, nein, ich ficke Crews. Okay, sehr schöne Zeilen. Dumas Rock, Gangsterboss, Rap von der Straße, Mon Frère, ich trage Dresscode Versace. Also ihr seht schon, hier diverse Punchlines und Highlights der Texte aufgelistet. Schöne Sache. Das Ganze hier in diesem Booklet mit dabei. Dann haben wir die CD in, wenn man sie rausbekommt, so, in Schwarz und Weiß gehalten. Oben lesen wir auch wieder Dumas Rock, Moco und dann haben wir hier zwei Löwen links und rechts. Und dann hier den Stern. So sieht das aus. Rückseite schwarz. Und auch hier, relativ schwer zu sehen, dunkelgrau schwarz. Aber auch hier wieder die Löwen und dieses Wappen. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die kommen in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Sektor West Records präsentiert. Moco Instrumentals. Und hier haben wir ein Schwarz-Weiß-Foto von Dumas Rock. Und dann haben wir hier 17 Tracks, also alle Tracks des Albums hier als Instrumentals mit drauf. Keine Skizze oder Lückenfüller. So sieht die CD aus. In weiß und schwarz gehalten. Also umgekehrt wie die CD des Albums. Kommt in einer Papphülle. Dann haben wir die Moco Bonus EP. Sieht so aus. Auch hier wieder Dumas Rock abgebildet. Dürfte hier einen Tee trinken. Und wir haben hier 5 Tracks an der Zahl. 5 Solo-Tracks gibt es nochmal oben drauf. Also 17 plus 5, das macht dann 22 Tracks. Hier noch die Credits. Und hier auch noch angeführt, wer das produziert hat. Sehr schön. Die CD in Schwarz-Weiß und Grau gehalten. Wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir 2 Sticker an der Zahl. Einmal diesen, in dem Fall kreisförmigen Sticker, kann man hier dann rauslösen. Auch hier wieder das Dumas Rock Wappen zu sehen. Und dann haben wir diesen Moco Sticker in Schwarz und Weiß im Querformat. Eine Autogrammkarte ist auch dabei. So sieht das aus. Dumas Rock hier mit Lederjacke abgebildet und hier auf der Seite dann mit schwarzem Edding Dumas Rock unterschrieben. Und auf der Rückseite nochmals Dumas Rock in anderer Pose. Schöne Karte. Dann haben wir noch ein Poster. Und zwar ist dieses doppelseitig bedruckt. Und zwar haben wir hier einmal ebenfalls wieder in Schwarz und Weiß. Dumas Rock hier mit Kapuze und einigen Goldketten um den Hals. Schönes Motiv. Rechts im Eck auch wieder Dumas Rock und Sektor West zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann Dumas Rock mit sympathischem Grinser, ja, Lachen eigentlich. Ja, sieht auf jeden Fall lieb aus. Also er kann auch anders. Und hier unten lesen wir dann wieder Dumas Rock und Sektor West. Also doppelseitiges Poster und beide Seiten jeweils im Hochformat. Jetzt ist nur die Frage, ob ich das Ganze wieder zusammenbekomme. Ja, sieht gut aus. Und als letzten Boxinhalt, wie so oft, haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus. In schwarz gehaltenes Shirt mit goldenem Aufdruck Dumas Rock Moco. Schön, gefällt mir gut, der Schriftzug. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Souls Regent oder Regent in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem goldenen Aufdruck. Und hier lesen wir dann Dumas Rock Moco. Gefällt mir richtig gut. Also schwarz-gold, eine absolute Top-Kombination.
neben Schwarz, Rot und Weiß echt meine Lieblingskombination, farbentechnisch. Und es ist zwar schlicht gehalten, Interpret und Albumtitel, aber gerade weil die Schrift so ein bisschen speziell ist und weil die Farbkombination in Schwarz-Gold richtig gut aussieht, kann man dieses Shirt in meinen Augen gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat, die unterschriebene Autogrammkarte, zwei Sticker, die Mokro Bonus EP mit 5 Tracks, die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich, Mokro mit 17 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Mokro von Dümarock. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dümarock unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.